Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute gucken wir uns einen weiteren vorsortierten Ordner an, in dem sich Karten befinden, die auf Magnethalter harren. Und worum es diesmal geht und was wir in dem Ordner zu sehen bekommen, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein richtiges Premium-Video am Start. Und zwar gucken wir uns heute einen Promo-Binder an, in dem sich weitestgehend Promos befinden. Nicht nur die Nicht-Promo-Karten sehen wir gleich am Anfang und warum die da drinnen sind, das erzähle ich euch dann einfach währenddessen. Ich denke mal, das wird sowas im gleichen Kaliber wie damals, als ich euch den 25.000-Euro-Ordner vorgestellt habe. So, natürlich nicht ganz so teuer, aber er wird schon ziemlich teuer werden, denke ich. Und gucken wir uns das einfach an. Ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wie viel das Ganze wert ist. Ihr lest es dann im Titel, das wird ja nachträglich errechnet und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, wir fangen an mit der ersten Seite und ihr seht, wir haben hier Turbo Pack, Tournament Pack, Champion Pack etc. PPA, das ganze Gedöns. Warum ist das hier drin? Ganz einfach, das sind die Karten, die ich übrig hatte. Ich habe noch 5 oder 6 komplett volle Ordner mit dem Zeug. Die sind dann auch tatsächlich nach Champion Pack und Tournament Pack getrennt. Das hier war noch das ganze Restgegröße, das sind bloß 5 oder 6 Seiten voll oder so. Dementsprechend habe ich die einfach irgendwo dazu packen müssen, weil ich die nicht irgendwo in der Tinbox gammeln lassen wollte. Also habe ich das halt hier gemacht. Glück für euch, dann könnt ihr das jetzt auch mal sehen. Wir haben 4-mal den Erbarmungslosen Plünderer, davon 3 in Deutsch und, ne, 4 in Deutsch, das sind alle Deutsch. Okay, sind alle Deutsch. Sowie 2 Gladiator-Ungeheuer Bestiari, die finde ich ja speziell in Secret normalerweise cool, aber in Super Rare hat sie auch was. Der legendäre Jujitsu-Meister, den es natürlich auch in günstig gibt, aus Fusion Forces oder so, sowie die Rettungskatze. Das Rettungsthema ist ja ohnehin relativ niedlich, wie ich finde. Eigentlich ganz cool, ganz nett. Und die Rettungskatze, die geht, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder einiges. So, jetzt müssen wir hier das hier ein bisschen arrangieren. Okay, dann geht's weiter mit 6-mal Nimble Momonga. Davon sind hier 1, 2, 3, 4 Stück Deutsch und 2 auf Englisch. Die ist noch recht bezahlbar. Ich glaube, ich habe 15 Euro das Stück damals bezahlt. Die letzten Exemplare habe ich mir irgendwie vor einem Dreivierteljahr gekauft vielleicht. Keine Ahnung, inwieweit sich der Preis jetzt verändert hat. Wie gesagt, ich errechne das Ganze dann auch nochmal am Ende. Dann haben wir hier rachsüchtige alte Magier, ein Playset voll und oben nochmal einen einzelnen. Die dürften auch alle deutsch sein. 2, 4 Satellitenkanonen, von denen uns eine weitere in einer bald ankommenden Sammlung erwartet, wobei ich noch nicht weiß, ob die jetzt kommt, wirklich aus dem Champion Pack ist oder tatsächlich aus Dark Revelation 4, das weiß ich nicht, das war auf dem Bild nicht klar zu erkennen. Dann haben wir ein paar schädelsuchende Ritter, die eine ganze Weile lang spottgünstig waren, die gingen mal 2,50 Euro, Leute, eine Ultra aus dem Turbo Pack, das ist astronomisch günstig und auch die werden noch steigen. Ich weiß gerade nicht, wie viel sie gehen, aber ich glaube noch nicht die Welt. Das heißt, wenn sie noch bezahlbar sind, kauft sie euch jetzt, denn das wird sich irgendwann ändern. Das ist nämlich auch ein kleiner Fan-Favorite. In einer, ich weiß nicht mehr in welcher, aber in einer Gold Edition war das sogar eine der meistgesuchten Karten überhaupt beim Pullen. Dann, okay, es ist doch eine Lücke drin. dann haben wir auf jeden Fall ein Playset Mechanische Jäger in Ultra Rare. Ich glaube, da war mal ein 4er drin, den habe ich dann rausgeholt. Warum auch immer, ich glaube für irgendein Video oder so. Genau, die sind ziemlich teuer, die Toon Cannon Soldiers, da habe ich damals 60 Euro bezahlt, das Stück. Ich glaube, die gehen mittlerweile 300 oder 400 Euro, also richtig krank. Ein geladener Kong. Geladener Kong ist eine mega coole Karte. Schieferkrieger gibt es auch aus TFK in Super Rare, wer eine günstige Alternative sucht. X-Saber Paschul, das war so eine 5 Euro Super Rare gewesen. 6-mal Hydrogeddon, auch eine coole Karte, die waren halt vom Print her nicht so gut. Also man muss sagen, diese Champion Pack Holos, die und auch Turbo Pack Holos sind nicht so gut vom Print her gewesen. Die haben sehr unter Silvering gelitten, aber das hier sind natürlich perfekte Exemplare. Also die haben nicht eine Schramme, nicht einen silbernen Punkt. So muss das sein. Dann haben wir den DD-Krieger Schicksalsheld Fearmonger. Ich finde cool, dass er überhaupt einen Holoprint hat. Als Kind habe ich mir immer einen Holoprint gewünscht und wusste natürlich nicht, dass es den gibt. Ne? Oder auch den X-Raider aus dem Tournament Pack 1, auch eine ziemliche Seltenheit. Schwerkraft-Behemoth, ich glaube, bis heute nur in diesem Set rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht noch irgendwo als Rare oder so, in einem Battle-Pack, keine Ahnung. Aber sonst glaube ich nirgends. Buch des Mondes aus dem Turbo-Pack. Da haben wir mal ein Opening gemacht, da haben wir, glaube ich, 4 Stück gezogen. Also richtig krank, Leute. Schade, dass das noch nicht in meiner aktuellen Qualität gedreht wurde. Genau, dann halt hier so ein paar random Sachen, Zuflucht des Unterweltlers und Kriegereliminierung und wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, Kriegereliminierung ist aus dem TP7 oder so, kann ich jetzt von hier aus nicht sehen, aber dürfte hinkommen. Ich glaube, Törichtes Begräbnis geht noch ein bisschen was, was man halt so hat in der Sammlung.
Der bodenlose Fallgrube dürfte noch was wert sein. Ich glaube, die ging mal so 90 Euro, 100 Euro, wie auch immer. Ein paar Sangans, ein Upstart Goblin aus dem Turbo Pack. Der ist natürlich auch ein bisschen was wert, genauso wie der magische Händler. Also es ist halt, ihr seht, das sind halt so Restbestände. Die liegen auch schon seit 3 oder 4 Jahren da drin. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, dass ich die quasi in einen Magnethalter packe, weil ich immer andere Karten priorisiert habe. Das werde ich jetzt nach dem Video mal in Angriff nehmen. Ich denke mal so noch 300-400 Magnethalter, dann habe ich das aktuell vorsortierte Zeug, was ich mir rausgelegt habe für die Magnethalter weg, und dann wird das hier alles aus dem Ordner in die Tinbox wandern und dann umverpackt werden in die Magnethalter. Dann ist das Gekröse ja auch weg und dann kann ich die Seiten voll machen mit Promokarten. Ja, erstaunlich. Morphtronisches Cellphone geht richtig viel. Ich dachte, das ist so eine random super 2-3 Euro vielleicht, aber ich glaube, die war irgendwie 10, 20 Euro sowas. Also schon heftig. Schon heftig, ne? Hier auch cool Glutbeschleuniger aus dem Champion Pack. Das Coole war, wir hatten mal ein Champion Pack 6 Opening mit irgendwie 20 Boostern oder so. Wir haben das komplette Set aus diesen Boostern gezogen. Mit allen Holos, mit allen Commons und allen Rares. Richtig krank. Der gute Erik hat mir das damals verkauft und er meinte auch so, hätte ich das gewusst, hätte ich selber behalten. Auch nicht schlecht. Gut, dann haben wir hier natürlich Raigeki, sehr teuer aus dem Tournament Pack. Ich weiß es gerade gar nicht, aus dem Tournament Pack 3. Ja, aus dem Tournament Pack 3 tatsächlich, dem nach dem Tournament Pack 2 seltensten Tournament Pack. Nochmal 2 Paar Schuhls, auch cool. Heimtückische Fallgrube geht, glaube ich, auch ein paar Euro. Also es sind schon ein paar coole Sachen bei. Ein paar Ninja Grandmaster Sasuke, die dürften eigentlich gar nicht so viel gehen. Ich muss mal nachgucken, aber die werden bestimmt auch irgendwann mal steigen. Es wird sicher mal eine 5-Euro-Karte in 10 Jahren oder so. Gut, und jetzt kommen wir zu den Promokarten. Da geht's natürlich los mit den Jump-Karten, vollkommen klar. Das hier ist jetzt auch, ja, es ist jetzt kein kompletter Reste-Ordner, aber da ging mir das Material auch schon zu Neige. Also speziell von Yu-Gi-Oh! Friendship habe ich noch viel mehr. Viel, viel mehr. Ich glaube, allein 10 Stück oder so habe ich in PSA 10 und habe die dann aufgecrackt. Auch nicht schlecht. So, da haben wir auf jeden Fall 2x Yu-Gi-Oh! Friendship hier, 2x Yu-Gi-Oh! Friendship dort und der Rest ist voll mit Unity. Unity ist, glaube ich, auch die günstigste von den dreien. Da gab es ja Judgment of the Pharaoh, Yu-Gi-Oh! Friendship und Unity. Finde ich sehr cool, gehören mit zu meinen Lieblings-Jump-Karten, einfach aus dem Grund, dass eben die Hauptcharaktere der alten Serie abbildet, also Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich identifiziere, und das gibt dem Ganzen einen ganz bestimmten Flair. Die Karten wirken einfach extrem Premium, beinahe schon wie eine Preiskarte, obwohl es natürlich keine sind, und das finde ich einfach mega, mega cool. So, hier hinten geht es dann weiter mit 4 Blue Eyes aus der Jump, 2 Gandora sowie 3 Tragödia. Tragödia war auch so eine Billo-Karte, die halt nur 1 Euro ging. Speziell mit Jump-Karten könnt ihr eure Sammlung extrem günstig aufwerten, sage ich mal, speziell optisch. Denn Jump-Karten sind in der Regel sehr, sehr gut vom Print her, sogar die modernen. Also sie sind extrem gut geprintet, weisen eigentlich nie irgendwie Silvering oder so auf. Also die muss man schon rabiat behandelt haben, dass da wirklich was im Arsch war, auf gut Deutsch. Und die haben einfach ein sehr hoch, also die, wenn man die in der Hand hält und so anguckt, die haben einfach ein... Ja, so eine ganz hochwertige Haptik haben die, so alles wirklich, das wirkt extrem gut gemacht. Und das lässt eine Sammlung natürlich noch wesentlich beeindruckender wirken als zum Beispiel irgendeine Seite von den Super Rares aus Fusion Enforcers. Da war die Printqualität genauso wie in Dark Saviors nicht so wirklich toll. So, dann haben wir etwas, das wieder ein bisschen mehr gehen dürfte. Das sind hier 6-mal das Toon Dark Magician Girl. Ich glaube sogar, dass wir hier eine aus, nicht aus der Jump, sondern aus der Sneak Peek haben. Ist das vielleicht die hier? Ja, genau, das ist die hier. Das ist keine Jump, die ist aus SP2, also die Sneak Peek Promo, die ist nochmal ein Stück teurer als die Jump-Varianten. Aber ja, die habe ich damals von Rising Time gekauft, das weiß ich noch. Dann haben wir hier 3-mal den Black Luster Soldier Envoy of the Evening Twilight, der ja jetzt mittlerweile auch einen Super Rare Reprint hatte im Astral Pack, was ich cool fand. Gehört mit zu den schönsten Astral Pack Super Rares überhaupt. Und sie hatte natürlich jetzt in Gold Lettered Rare, glaube ich, oder war das normales Rare? Hatte sie, glaube ich, auch einen Reprint? War es Genesis Impact, Toon Chaos? Ich glaube, Toon Chaos müsste es gewesen sein, ne? Irgendwie so. Und ja, auch eine coole Sache für nebenbei. Dann haben wir noch ein paar Valkyren des Magiers, also ja, Magicians Valkyria. Ich finde auch, dass das der schönste Print der Karte ist. Die gibt es ja noch in Common und als Super Rare tatsächlich. Und ich glaube, sie wurde auch nochmal irgendwo gereprintet, wenn mich nicht alles täuscht, das Common. Deswegen ist sie auch als Common nichts mehr wert. Die ging ja selbst das Common mal in 5er. Dann halt hier einen ganz verlassenen Harvester. ja, das war also der letzte, den ich rumschwören hatte. Dann hier 3 niederträchtige Sternenstaubdrachen. Gehört auch mit zu meinen Lieblingsniederträchtigen Monstern nach dem Regenbogendrachen. Hier ein paar niederträchtige Wahrheitsdrachen. 2 Blue Eyes Ultimate Dragons, ein Odd Eyes Persona Dragon.
dann den Wicked Avatar zweimal, Beast King Barbaros, also da gibt's ziemlich coole Sachen. Und ihr seht, es ist halt schon, es ist halt kein komplett krasser Ordner, weil die anderen Ordner, also ich sag mal zum Beispiel von Exodia, der ultimative Forbidden Lord, okay, das war super Englisch, Exodius, the Ultimate Forbidden Lord, da habe ich zum Beispiel einen Ordner, da habe ich zwei Doppelseiten drin, ne? Das sind dann so die richtigen Ordner. Machen wir mal weiter, dann haben wir hier oben einen Darkness Neosphere, zwei Archwind of Gilfer, einen Green Baboon, ach alles kreuz und quer, Elementarheld, Ocean ist auch ziemlich cool, Stratos dürfte sogar ein bisschen was gehen, hier oben haben wir Sly von Obelisk, die sind natürlich auch recht teuer, klar. Einen Vandalgion, ach coole Sachen. Hier Orichalcos, Schuleross finde ich mega cool, genauso wie Copycat. Also die beiden sind ja zwei meiner absoluten Favorites auch aus der Jump Edition. Genauso wie der Genesis Dragon. Also das sind wirklich coole Sachen, die hierbei sind. Dark and Dragon, ne, wenn eine günstige Alternative zur Preiskarte sucht. Genau, was haben wir noch teures? Den Shooting Quasar Dragon, der war ziemlich teuer, tatsächlich zumindest damals. Aber ansonsten ist das hier eigentlich recht günstig. Nummer S0 oder Topic Sechsel war früher mal teuer, aber ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr so teuer. Nummer 16 war auch recht pricey tatsächlich. Trishula mit einer der letzten Jump-Karten überhaupt, weil das Jump-Format wurde ja eingestellt. Das gibt es ja nicht mehr. Dann ja, Ebon Illusion Magician ist glaube ich recht teuer. Victory Dragon, einer der wenigen Secret Rares aus der Jump. Es gab natürlich ein paar Secrets, ja, ist tatsächlich so. Aber es waren nur sehr wenig. Ich glaube, Obelisk und den ultimativen Blauäugigen gab es noch irgendwie. Wobei der ultimative, das war ja eine Ultra, das war nicht die Secret. Auf jeden Fall gab es ein paar Secrets. Draconic Knight, der dürfte nicht so viel wert sein, genauso wie das Super Macy Sun. Der habe ich damals tonnenweise auf eBay für jeweils 1 Euro geschossen. Ja, willkommen im Lummerland, ne? Also hier tonnenweise Blitzkrieger und Seven Swords Warriors. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, genauso wie X-Saber Solza oder Sousa. Finde ich auf jeden Fall auch cool, auch eine ziemlich coole Kriegerkarte, finde ich mega cool vom Design her. Das sind so die Dinge, die kriegt man halt wirklich wie Sand am Meer. Und jetzt kommt der den Vogel abschießt. Das ist der Cyber-Dinosaurier. Also ich habe einen kompletten Ordner voll mit Cyber-Dinosauriern aus der Jump. Und dann habe ich noch Any questions? Ja, also den habe ich wirklich übertrieben oft. Dann Golem Dragon ist auch eine super geile Karte. Ich liebe den Golem Dragon, ist auch ein sehr, sehr cooles Artwork. Maglord Astro Mechanical ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingskarte von Optik. Ich bin kein großer Fan der Maglords, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es gibt ein paar einzelne, die ich mag. Zum Beispiel Skeel mag ich ganz gerne von der Optik her oder Asterisk. Aber ansonsten finde ich die Maglords jetzt nicht so prickelnd, aber man hat sie auf jeden Fall. Man muss sie haben, wenn man eine Ausstellung macht. Hier Endless Decay, endlose Verwesung, sehr coole Karte tatsächlich. Haben mir auch hervorragend gefallen. Relief Monster gab es auch als Sneak Promo, glaube ich, irgendwie. Oder verwechsel ich dies mit Soul Exchange, kann auch sein. Auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Karte an der Stelle. Habe ich mehr näher bis dreimal gehabt. Ne? Dann zweimal Dark Magician, der ist auch mittlerweile ziemlich teuer. Da habe ich damals noch, nicht einmal bei Market, sondern bei Gwindi, als es die noch gab, den Online-Shop, habe ich die für einen Zehner gekauft, tonnenweise. Die hatten da irgendwie 5 oder 6 Stück vorrätig, alle mitgenommen. Alle Mint eigentlich, nicht mal Niemand, sondern Mint gewesen. Nochmal eine endlose Verwesung. Und jetzt kommen wir zum Banzai. Banzai war ja ein in Deutschland erschienenes Heft, wo es 2 Promokarten gab. Einmal den Blau gegen Weißen Drachen, einmal den Red Eyes in Ultra Rare. Und da habe ich jetzt hier halt meine Restbestände der Blue Eyes und meine Restbestände der Red Eyes. Die Red Eyes habe ich alle vom lieben Erik, oder zumindest die Hälfte davon. Und Sammler werden mich jetzt vielleicht köpfen, aber die waren alle OVP. Und ich habe sie alle aufgerissen. Ja, weil ich einfach keine OVP-Sachen sammle. Genau, und da haben wir natürlich auch einige von. Also das ist alles Banzai, alles Topmint. Letztens noch einen Excellent oder so für einen Kumpel gekauft gehabt. Der liegt immer noch hier, weil der hat zwar Geburtstag, aber der sitzt im Krankenhaus und naja, nicht so schön. Aber naja, was will man tun? Eine Goblin-Fan unten noch aus TFK. Müsste ich auch irgendwo noch eine aus WP11 rumliegen haben. Genau, dann haben wir hier natürlich das komplette TFK-Promo-Set, nämlich einmal Sower, Metall-Sower und Goblin-Fan. Hier oben nochmal 2 Metall-Sower. Was kriegt denn hier so ein komischer Käfer rum, Alter? Ekelhaft oder was? Ist ja widerlich. So, auf jeden Fall, genau. Die sind natürlich ziemlich teuer, also die gehen richtig in die Höhe mittlerweile vom Preis. Früher hat man das Promo-Packer für einen 5er gekriegt mit den beiden drin. Mittlerweile gehen die, glaube ich, einzeln schon zwischen 12 und 20 Euro, also richtig krank.
Die Goblin-Fan an sich ist, glaube ich, noch nicht so teuer. Vielleicht 3, 4, 5 Euro. Es sind bloß Schätzungen, wie bereits gesagt. Ich kenne die aktuellen Preise nicht wirklich. Aber nachdem ich den Ordner durch habe, werde ich wieder etwas aktueller sein mit den Preisen. Dann haben wir Lord of D aus der BPT, also der Booster Pack Tin heißt das. Das ist eine Art Tinbox-Reihe, die halt nur in den USA erschienen ist. Die haben wir in Deutschland leider nicht bekommen. Und da waren ziemlich coole Promokarten in Siegfried dabei. Unter anderem Lord of D, aus dem, der bei uns ja im Stadtteil der Kerber Evolution rauskam. Sehr cool auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal einen. Dann hier zweimal den Dark Magician in diesem Artwork. Den gab es ja in zwei verschiedenen Artworks. Hier unten haben wir das andere. Und der Junge ist wirklich teuer mittlerweile, dreistellig, ich glaube 250 oder 150 oder irgendwie so, war mein letzter Stand, dass der Wert war richtig krank. Ich habe damals einen in Top Mint, als ich immer noch Playset-weise gesammelt habe, Jahreszeit für 90 verkauft, ich könnte mir immer noch einen Arsch beißen dafür. Dann haben wir hier BPTs vom Blue Eyes, da gibt es ja zwei verschiedene, zum einen haben wir den hier. Na, ihr seht, der ist so ein bisschen heller vom Finish her, so ein bisschen heller vom Print. Und dann haben wir den, der hier daneben liegt. Der ist etwas blasser von der Farbe her und hat hier Limited Edition stehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, vielleicht gab es irgendwann mal einen Reprint oder ich weiß es nicht. Aber es gibt Leute unter euch, es gibt Abonnenten unter euch, die sind ja wesentlich intelligenter als ich, was das ganze Thema Yu-Gi-Oh!, also die Stories und so weiter angeht. Die werden sicherlich wissen, warum es das gab oder warum das so war. Dann haben wir drei Busterblader, hier zwei Beastgull Dragons, zwei Summoned Skull sowie zwei Jinzos. Ich glaube, der Jinzo war mein letzter Stand, so 28 Euro vielleicht das Stück. Die hier sind schon ein bisschen teurer, weil die Fan-Favorites sind und ich meine jetzt mal for real, ja, das sieht halt einfach fancy aus in Secret Rare. Richtig krass, der ist leider alles andere als gut gesentert, aber er ist halt wirklich in einem hervorragenden Zustand. Und weiter geht's. Dann haben wir hier einen Light and Darkness Dragon in Secret Rare. Zwei Gearfried the Iron Knight, auch aus BPT noch. Hier geht's jetzt los mit dem Horus der Schwarzlandrache Level 8, der auch richtig im Preis gestiegen ist. Ich glaube, der geht mittlerweile über 10 Euro, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aus Elemental Energy, der Special Edition. Dann haben wir hier siebenmal den Schöpfer aus der Elemental Energy Special Edition, sowie zweimal den Heiligen Phönix von Naftis. Jetzt kommen wir langsam so zu den Promos, die man halt immer kennt, die man halt so sieht und liebt. Da oben nochmal ein paar Naftis, hier natürlich tonnenweise an schweigsamen Schwertkämpfern Level 5. Das ist wohl die häufigste Elemental Energy Promo, die man überhaupt noch sieht und auch die in der Regel immer in gutem Zustand ist, oder zumindest häufig. Dann zweimal der totale Abwehr-Shogun aus der Collection-Tin-Reihe. Die Collection-Tin-Reihe ist vielleicht noch was ein bisschen Wert hat, sag ich mal, wo wirklich was hintersteckt. Und ihr seht, ich habe den Ordner noch kaum angefasst. Also der gammelt hier schon seit Äonen in meinem Schrank rum. Und ich habe da noch nie was raus für die Magnethalter. Das werde ich jetzt echt mal in Angriff nehmen müssen. Aber es ist so unglaublich viel. Also das ist Wahnsinn. Ich kaufe mir im Monat 500 Magnethalter und die sind an einem Tag alle einsortiert und es sieht so aus in den Vorsortierungsordnern, als hätte ich einfach nichts getan. Nichts. So, das ist einfach zu krass. Genau, dann haben wir hier nochmal einen Blade Knight und ich habe hier irgendwo einen Misprint. Ich weiß nicht, ist es... Ah ja, der ist es, glaube ich, sogar. Und zwar ist das hier ein Misprint. Der ist gar nicht so häufig tatsächlich. Blade Knight hat nämlich hier ein Super Rare Bild und eine Secret Rare Schrift. Und so sollte er ja eigentlich aussehen. Ne, eben Secret Rare und nicht Super Rare. Den gab es, den Misprint, glaube ich, bei fast allen dieser Collection Tin Promos. Allerdings war dieser Misprint, naja, er war so mittelhäufig damals. Er kam schon mal vor, also es war jetzt nicht komplett unwahrscheinlich, dass man so einen zieht, aber es ist nicht so häufig wie, sagen wir, versetzte Schrift oder sowas. Ne? Und mittlerweile ist der natürlich aufgrund der Tatsache, dass einige dieser Misprints auch verschlissen sind, eine Hosentasche und so, auch recht selten geworden. So zahlte ich, glaube ich, für den damals 30 Euro oder so, ne? Wenn der damals vielleicht 2 ging. Ist aber auch mit einer meiner Lieblings-Tin-Promos, muss ich sagen. Hier noch ein paar totale Abwehr-Shoguns, dann natürlich gebieterische Ritter. Die sind jetzt, glaube ich, gar nicht so beliebt bei Sammlern. Zumindest nicht bei denen, die keine Komplettsets sammeln. Aber ist auf jeden Fall nett anzugucken. Dann haben wir hier noch ein paar Gaias. Insektenkönigin sind auch ganz schön ausgebildete keltische Wächter, finde ich auch immer toll. Also ich muss sagen, diese Promo-Reihe von den Tinboxen, die war schon was ganz Besonderes. Die Artworks waren schön, sie waren auf ihre Art immer einzigartig und sind im Kopf geblieben. Ich wünschte wirklich, dass wir neben unserer Megapack-Tinbox-Reihe noch eine andere Tinbox-Reihe hätten, wo es wieder so wäre. Eine kartenbezogene Tinbox, wo, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Packs vielleicht drin sind. So, ein extra Set, versteht ihr, was ich meine? Und dann halt eine Tinbox-Promo in am besten Secret Rare.
Und das muss nicht an was Altes angelehnt sein, soll es auch gar nicht. Ich bin es mittlerweile leid, dass Konami immer wieder so dieses Retro abschöpft. Konami sollte sich auf die Werte des damaligen beschränken oder wieder berufen, auf den Flair der Karten und sollte über diesen Flair etwas Neues erschaffen, um wieder etwas auf die Beine zu stellen, was auf andere Leute dieses Retro-Gefühl wirken lässt, sag ich mal so. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich möchte nicht irgendwie eine 10.000. Auflage von Jinzo haben als Xyz-Monster oder so. Nein, ich möchte eine neue Karte haben, die es so nicht gibt und die auch so an nichts angelehnt ist, speziell, aber die trotzdem dieses Feeling, sag ich mal, mitnimmt. Versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel so eine Karte wie die Pharaonic Guardian Swings, die jetzt letztens rausgekommen ist, als Kamen. Sowas zum Beispiel. Ist eine komplett eigene Karte so, aber die bringt halt einfach diesen Retro-Vibe mit. Oder die Triamiden Swings, ne? Zum Beispiel. Mega cool. So, jetzt bin ich abgeschweift. Wir machen weiter. Hier haben wir jetzt dann natürlich Exarion Universum. Ich glaube, das ist auch eine mit der teureren Tinbox-Promos. Noch teurer ist natürlich die Secret Wars Dark Revelation 4. Da habe ich auch ein paar hier. Aber ich weiß gar nicht. Nee, Dark Revelation 4 hatten wir im letzten Ordner, glaube ich. Da haben wir sogar, glaube ich, einen gesehen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und dann haben wir Guildford der Blitz natürlich. Auch mega cool. Wars Plünderer. Also das sind alles echt coole Karten. Hier natürlich, glaube ich, das ist die teuerste Tinbox-Promo natürlich. Das Dark Magician Girl. Da haben wir jetzt hier auch 5 Stück an der Zahl. Mit ein paar Raketenkriegern. Die sind, glaube ich, nicht so teuer. Ist eigentlich eine Karte, die sich so jeder leisten kann. Ich hoffe, dass sich jetzt gerade die Farbe hier nicht verändert, denn ich arbeite hier ausnahmsweise mit Naturlicht, weil draußen schön hell ist und ich dementsprechend keine Softbox mitgenommen habe. war ich etwas zu faul, aber ich denke, das sollte schon hinhauen. Pantherkrieger, auch eine ziemlich gute, eine gute Karte, ist eine ziemlich schöne Karte tatsächlich. Auch ziemlich selten noch in guten Zustand zu finden tatsächlich, bedauerlicherweise. Sad Life, würde ich mal sagen. Haben wir nochmal 2 Stück. Parlamental Neos, also da geht es jetzt dann weiter mit den etwas neueren, in Anführungszeichen, Tinbox-Promos. Der Cyberdrache geht ja, glaube ich, auch ein paar Euro, 5 oder so. Schicksalsheld Plasma, also ich muss sagen, diese Promos sind einfach der absolute Hammer und sie gefallen mir unglaublich gut. Natürlich die, hier die Heiligen Ungeheuer. Meiner Meinung nach sind das, also die Heiligen Ungeheuer, meine Lieblingspromos. Also die habe ich tatsächlich von allen Tinbox-Promo-Reihen am allerliebsten. Raviel fehlt hier, meine kompletten Raviels habe ich schon in Magnethaltern, leider Gottes. Und ja, wirklich alle, die habe ich nämlich damals alle, gib ihm reingepackt. Kann sein, dass vielleicht hier und da noch einer rumschwirrt in einem Ordner, vielleicht begegnet uns jetzt hier noch random einer. Aber die meisten sind auf jeden Fall in Magnethaltern, das sind mittlerweile auch so 60 Stück oder so, allein aus der CT3. Oder das war doch CT3. Ja, das müsste CT3 gewesen sein. Dann haben wir hier 2x Vulkanisches Verdammnis, Feuer, Elemental, Neos und nochmal einen. Den Kristallungeheuer Saphir Pegasus, auch eine wunderschöne Karte in Secret. Der Regenbogendrache, auch eine Karte, die wirklich mittlerweile auch hier ist. Ne? Also kostet schon ein paar Euro. Und auch der Elemental Plasma Weiß. Und ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ja, aber der Plasma Weiß aus Gladiators, das Saul, der gefällt mir irgendwie mehr. Tut er nicht. So, die beiden haben exakt den gleichen Print. Die sind 1:1, die erkennst, da kennst du keinen Unterschied, wenn du nicht auf Set guckst. Das, was einen die Gladiators Assault-Variante schöner vorkommen lässt, ist halt das Gefühl, etwas Besonderes zu haben, weil die Tinbox Secret war ja garantiert und die aus dem Booster musste man ziehen. Und es hat mehr so ein Gefühl, die so die Schönheit der Karte ein bisschen verstärkt hat, aber nicht wirklich etwas damit zu tun, dass man jetzt irgendwie hier einen schöneren Print hätte. Na gut, hier steht dann halt erste Auflage statt limitierte Auflage. Aber na, das ist wieder ein anderes Thema. So, dann haben wir ein paar Sneak Peek Promos. Hier haben wir zum einen nochmal einen Elementalhelden, klar. Genau, und das war Exchange of the Spirit, hier mit versetzter Schrift tatsächlich und hier auch. Dann ist sehr cool übrigens, eine meiner absoluten Lieblings-Sneak-Peek-Promos ist die Antike Lampe. Gibt es natürlich auch als Secret Rare aus dem Retro-Pack, aber hier in Ultra-Rare auch wunderschön. Finde ich auch cool, dass hier nur die Lampe holographisch glänzt und nicht die komplette Karte. Dann haben wir natürlich eine Cyber-Harp, die dürfte mittlerweile auch ein bisschen was gehen, genauso wie die amazonische Kettenmeisterin. Ein paar Light and Darkness Dragons. Da gab es ja diese Light and Darkness Box. Das ist so eine große Box, da war das Promo drin. Ich kenne immer mal wieder Leute, die verkaufen. Die meinen, die werden mit der Karte reich. Ich weiß nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, dass die Karte so teuer ist. Das ist eine Billo-Karte, ja. Also die bekommt ihr für einen schlappen Euro oder vielleicht für 2 zumindest. So vor 5 Monaten noch. Ihr wisst ja, der Markt ändert sich ja recht schnell. Keine Ahnung, vielleicht geht sie jetzt 100 Euro. Aber ich glaube kaum, dass sie jetzt so viel wert ist. Vielleicht geht sie jetzt in 5er oder so. Oder geht noch weniger als vorher. Ich weiß es nicht. Aber die ist auf jeden Fall weder selten noch teuer.
so. Was haben wir noch? Ah ja, hier irgendwie random GBE-Secret. Slifer, das dürften... Das sind, glaube ich, keine GBEs. Meine ganzen anderen GBEs habe ich ja schon in meinem Magnethalter. Genau, der ist aus der Jump, der ist aus JMA und der ebenfalls. Ne? Dann gab es ja noch den Ra aus DOD, den haben wir jetzt hier nicht. Dann haben wir hier fünf... Lost Arts Promos. Die sind jetzt auch nicht die Welt wert, die sind ja relativ modern soweit auch. Und hier noch ein paar Colored Ultra Rares und die sind krass, Leute. Die Magician Girls aus der Duelist League, die sind richtig übel. Ich glaube, die gehen mittlerweile über 100 Euro das Stück. Also, und die sind halt einfach nur Kammen mit farbiger Schrift, so wie unsere Colorful Ultra Rares, nur halt ohne Holo-Effekt. Und das ist halt einfach sick. Also die sind ja sowas von sackteuer. Ich bin so froh, dass ich mir damals so einen riesen Ordner auf eBay ersteigert habe, wo lauter Colored Rares drin waren. Da gibt es ja nochmal einen von Platinum Collectibles. Schon seit 3 oder 4 Jahren steht der auf eBay drin. Den will ich mir auch irgendwann mal besorgen, den Ordner. Das ist schon übel. Das ist richtig übel. Genau, dann haben wir einen Jinzo, die Dark Magicians, die Blue Eyes. Die ganzen üblichen verdächtigen Klassiker halt. Genau, Exodia, da habe ich die komplette bekommen, aber es waren leider nur diese Teile brauchbar. Die anderen waren leider leicht beschädigt, die musste ich dann verkaufen. Magischer Hammer, Fusionstor, Endymion, also ihr seht, ne, hier Ring der Zerstörung tatsächlich nochmal aus The Lost Arts. Und das finde ich so ulkig, ne? Der antike Antriebsgolem mit dieser schwulen rosa Schrift. Ich finde das einfach zu klasse. Das sieht so ulkig aus, also ich weiß nicht. Ich finde, das macht die Karte... Ich habe mich, wo ich die Karte gekriegt habe, mich so abgelacht. Ne? Also, schlimm gewesen. Dann haben wir den Blue Eyes Shining Dragon aus dem Movie Pack. Da geht es auch nicht so viel. Ich glaube, wenige Euro, 3 Euro vielleicht oder so. Niemand, wenn es hochkommt. Oder vielleicht 5. Keine Ahnung. Sowas in die Richtung. Na ja, auch. Ziemlich viele. Jetzt wird es nochmal lustig mit den Master Collection Promos. Da haben wir hier auch noch ein paar Restbestände. Barrel Dragon 3x, 6x Relinquished. Relinquished ist, glaube ich, auch ziemlich in die Höhe gegangen. Ich kenne seinen aktuellen Wert nicht, aber vor einer Weile ging da mal ein 10er das Stück. Ich habe meine kompletten Exemplare. Und jetzt haltet euch fest, ich habe 85 Stück davon insgesamt. Mittlerweile müssten 87 sein. Ich habe mir nochmal 2 dazu gekauft. Aber damals habe ich alle für 1 Euro bekommen. Ne? Also das war eine 1 Euro Karte. Genauso wie der Exodia-Kopf, der ist mittlerweile ja auch ein bisschen teurer. Dann natürlich das 1000-äugige Opfer, ist natürlich ein bisschen was wert, ist ja klar. Auch wesentlich mehr als das Relinquished, glaube ich. Dark Necro Fair, logisch, auch eine schöne Karte gewesen. Der Dark Ruler Hard, das ist, glaube ich, auch noch eine von den Karten, die auch heute noch sehr günstig sind, die man zu einem moderaten Preis zwischen 3, 4, 5 Euro vielleicht bekommt. Breaker, The Magical Warriors, cool. Dann natürlich der hier. In Secret Rare aus der Master Collection 2 kann man nie genug von haben. Dürfte, glaube ich, auch mein letzter gewesen sein. Die anderen sind auch alle schon in Magnethaltern. Ich hatte mal so einen Tick, wo ich meine kompletten BLS in Magnethaltern haben wollte, aber ich bin gar nicht hinterhergekommen. Weil dann kam damals noch die 10K-Sammlung und hatte ich dann wieder 9 Stück aus Dark Revelation 2 drin und so. Und, ach, Wahnsinn. Dann den Blowback Dragon, Tynan the Great Sphinx, haben wir auch 2x. Das ist die einzige Sphinx, die ich noch sehen kann, Tynan, aber nur in Secret Rare. Die Ultras kann ich nicht mehr sehen. Ich habe sie 100x oder so, das komplette Set. Aus Forbidden Legacy haben wir dann den Kuribo. Auch schön, den mal in Secret Rare zu sehen. Auch meine Lieblingsvariante von dem. Eine Ultimate hätte mir auch gefallen, tatsächlich. Dann haben wir hier nochmal so ein paar Sachen, wie zum Beispiel TSC. Zweimal das komplette Set. Hier halt nochmal so ein paar übrig gebliebene sozusagen. Den Fairy King, der ist auch cool. Gibt es ansonsten noch aus TFK einen Super Ray, glaube ich. Valkyrie Magnetkrieger, der geht, glaube ich, auch mittlerweile ein paar Euro. Kinetischer Krieger, auch eine schöne Sache. Also, ihr seht, da sind wirklich tolle Dinge mit drin. Oh, hier ist wieder eine Lücke. Okay. Da war wahrscheinlich der dritte Dark Paladin drin, den habe ich irgendwann mal raus, auch wegen irgendwas halt. Hier, unheilverkündende Schlange mittlerweile auch ziemlich teuer geworden als Promo. Natürlich nicht vergleichbar mit der spanischen in Super Rare, aber trotzdem, die geht mittlerweile, glaube ich, 10, 20 Euro oder so. Wenn ich mich recht entsinne. Dark Paladin braucht man gar nicht anfangen. Das beste Artwork in Secret Rare. Damals ging es ein 10er, dann ging sie 40, dann war sie irgendwo bei 60 und wo sie jetzt ist, keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall auch relativ teuer. Da habe ich mal eine gespendet bekommen vom lieben Johannes. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Dann haben wir hier ein paar Sets von den Magnetkriegern. Klar, wer kennt sie nicht? Das sind absolute Pflichtkarten in jeder Sammlung, wie ich finde, in jeder Oldschool-Sammlung, die sich auch ein bisschen mit Promos beschäftigt. Dann haben wir nochmal den rotäugigen schwarzen Drachen in Prismatic Secret Rare aus PCJ. Die ist mittlerweile auch recht teuer.
oder auch teurer geworden. So wie der Dark Sedge, das ist vielleicht auch noch eine erwähnenswerte Karte, und der Harpyen Flederwisch. Also das sind so Karten, also die zwei, die und die, die im Preis auch wieder recht stark nach oben gegangen sind. Ich glaube, Seebeck Segen, Drachenseelenschwert und so weiter, oder auch Widespread Ruin sind so Karten, die nicht so viel gehen. Auch Salamandra ist, glaube ich, eine Karte, die sehen zwar alle sehr einprägsam und geil aus. Das sind wirklich schöne Karten, wirklich absolute Kunst, aber vom Wert her absolut am Boden immer noch, obwohl sie schon so alt sind und man eigentlich auch gar nicht mehr so viel in einem guten Zustand herbekommt, aber die Nachfrage ist halt einfach noch nicht so wirklich da. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das auch noch kommt. Dann haben wir hier zweimal den Dragon Master Knight. Die müssten beide aus UE sein. Ja, genau, beide Limiteds. Also nicht Duelist Pack Kyber, weil sonst hätten sie in dem Ordner gar nichts verloren. Genau. Dann haben wir hier noch die Diffusion Wave, die Wellenbewegungskanone, nicht Wellenbewegungskanone, sondern Wellenbewegungsdiffusion. Dann halt hier aus dem Yugi Legendary Decks diese Eintrittskarten. Klar, die dürfen auch nicht fehlen in so einem Promo-Ordner. Aus RDS Dark Magician Girl, auch ziemlich pricey mittlerweile. Die ging mal 50, 80 Cent, sowas in der Richtung. Da habe ich mir Gott sei Dank gut welche rangeholt damals. Sind auch so meine Überbleibsel. Mittlerweile gehen die, glaube ich, auch so, lass mich lügen, 10, 20 Euro vielleicht. Zelda Dark Magician Girl. Dark Magician Girls, da verhält es sich genauso wie mit weißen Drachen so. Das ist einfach der Glurak des Yu-Gi-Oh! Und die gehen halt irgendwie immer irgendwann hoch. Und genau, dann haben wir beim Vampire Lord, klar. Siegel des Alten war auch mal eine Weile kurz teuer, mittlerweile glaube ich aber nicht mehr. Sag Stone geht auch noch mal ein bisschen was. Ein paar Euro auf jeden Fall. Ririoku, auch cool. Angriff vereiteln, das sind alles so schöne Promos, die einfach Erinnerungen wecken. Was haben wir hier noch? Gemini Elf, nochmal zwei Ririoku, Ring der Zerstörung natürlich. Den habe ich auch extrem oft aus der Invasion of Chaos Special Edition. Lava Golem, auch eine coole Sache. Tieftaucher. Und die hier ist cool, das ist was ganz Spezielles. Das hier ist nämlich eine Hybrid-Rarität aus Secret Rare, was man an der Schrift erkennt, und einem normalen holographischen Bild ohne Secret Rare-Effekt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie diese Rarität benannt wird. Allerdings ist das die einzige Karte im TCG, die so gedruckt wurde. Und die geht, glaube ich, auch in 10er mittlerweile. Es gibt im OCG diese Rarität ein bisschen öfter, aber da gibt es, glaube ich, auch bloß so 5 oder 10 Karten, die jemals in dieser Rarität gedruckt wurden. Und das sind auch ganz, ganz alte Karten. Irgendwie sowas wie Toropurun oder so. Hier irgend so eine komische Fee, die wir auch im McDonald's Pack 1 hatten und so. Richtig coole Geschichte auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch ein paar DB Maceras, Austausch, Seiyaru wird, glaube ich, auch momentan immer teurer. Die ist auch kaum noch herzukriegen aus SDD oder DDS in Secret Rare. Sehr cool. Kaibermann natürlich, auch in einer ganz besonders krassen Print-Quali. Also die waren richtig dick, die Karten. Sehr schöne Sache. Da habe ich mal eine Fälschung gesehen, die hieß Der Mann, dessen Kaiber war. Ja, man kennt sie. Mit so lauter Sternchen drüber. Ach, das waren noch Zeiten. Und das bringt uns auch zur letzten Seite des Ordners. Und da haben wir dann halt nochmal drei verrückte Nachlader, drei Feenkönig Vartal und drei Schiefernkrieger. Ja, meine Freunde, das soll's auch mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten. Und es tut mir leid, dass es halt mal wieder ein Restchenbeiner war. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo mich demnächst durchringen kann, um euch ein paar bessere Sachen zu zeigen. Ihr müsst einfach verstehen, aufgrund der Ausstellung, die ich halt immer noch plane, versuche ich halt nicht mein ganzes Pulver auf YouTube zu verschießen. Deshalb zeige ich euch natürlich schon schöne und krasse Sachen, aber halt einfach nicht das Maximum an Potenzial, das ich hier rausholen könnte aus meiner Sammlung. Ich bin aber momentan dabei, so ein bisschen umzudenken und zu schauen, welche Karten könnte ich oder welche, ja doch, welche Karten könnte ich vielleicht doch mal oder welche Ordner könnte ich vielleicht doch mal zeigen, die halt schon ein bisschen ja, krasser sind, sage ich mal so. Wo halt auch von einem Exemplar dann ein bisschen mehr drin ist. Ich habe zum Beispiel einen Ghost Rare Ordner, da ist eine komplette 9er Seite voll mit Black Rose First Edition und so weiter. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Vielleicht, wenn die Abozahlen irgendwann hoch genug sind, bekommt ihr das mal als kleines Dankeschön inklusive einer schönen Verlosung. Vielleicht verlose ich dann mal so einen Black Rose. Schauen wir mal. Und jetzt wird's unprofessionell. Guck mal, das Licht da. Geht ja gar nicht. Mit Softboxen wäre mir das nicht passiert. Ach, egal. Ich denke, am Ende werden wir das noch überleben. Ja, ich wünsche euch an der Stelle einen wunderschönen Resttag. Hoffe, ihr genießt ihn und es geht euch gut. Wir sehen uns zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und schaut auf Discord vorbei. Link in der Beschreibung.